Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten FIFA 18 Video. Und es ist mal wieder Montag, das heißt, wir holen die Squad Battle Rewards ab. Und ja, ich muss mal gucken, ob ich diese Woche wieder Elite 3 gewonnen bin. Es müsste ziemlich knapp gereicht haben. Ja, dann heißt es wieder drei Sets ziehen, kurzes Video und noch ein cooles Tots Pack für euch. Und ein Pack von den Wochenaufgaben, die waren jetzt diese Woche nicht so spektakulär. Ja, deswegen kein Video. Aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne fragen. Ansonsten genießt dieses Video, lasst ein Like da und kommentiert. Und wir fangen mit diesem kleinen Set hier an, weil es untradable ist. Und dann gehen wir am Ende zum Tots-Pack als Abschluss. Und mal gucken, ob wir hier wenigstens eine Wall kriegen. Nein. Schade. Aber ist okay. Es ist ein untradable Pack, von daher. Nehmen wir mit, was wir mitnehmen können, was wir genießen können, und die habe ich alle noch nicht, also alles zu fein. Und dann zu meinen Belohnungspacks. Wir fangen natürlich wieder mit dem 15K-Pack an. Ja, sind halt immer nur drei Packs leider. Aber es können ja trotzdem gute Sachen werden und es wird eine Wall. Das ist doch super. Brasilien, Stürmer. Okay, den habe ich schon im Verein, den. Gabriel Jesus können wir mal aber auf die Transferliste packen. Der könnte vielleicht noch was wert sein. Okay, das ist ein Upgrade. Hätte er ein Upgrade bekommen, habe ich noch den nicht upgradeten Spieler. Aber okay. Das können wir abstoßen. Packen wir zum Verein. Mal gucken, ob wir irgendwas Doppeltes haben. Ja, zwei Stück. Gut, okay. Abstoßen die auf die Transferliste. Und dann gucken wir mal rein, was die 25 CapEx eigentlich mache. Ich will, dass wir den Spielern als letztes ziehen und dann kommt noch das Top-Pack. Ja, ist mal wieder nicht so langes Video, aber okay. Hauptsache, wir haben Spaß beim Packs ziehen und es folgt ja direkt schon wieder morgen das nächste Pack-Opening zu den Top-Partien und dann wieder Mittwoch direkt. Also, da seid ihr gut versorgt und wir kriegen noch ein extra Pack, denn wir haben hier noch ein Set freigeschaltet. Ich weiß gerade nicht, was es ist. Müssen wir gleich mal angucken, was für ein Set das ist. Vielleicht ist es ein gutes Set, ein Gold-Set. Okay, ziehen wir auch noch schnell in diesem Video, um ja noch ein Set zu ziehen, um es nochmal spannend zu machen vor dem letzten 25K-Pack und vor dem letzten Set. Wie heißt das? Ich weiß nicht gerade. Team of the Season Set, genau. Mir fehlten gerade die Worte. Das 5K-Pack war jetzt nicht so. Überragend, kein goldener, seltener Spieler drin, aber immerhin ein paar Sachen. Und das können wir alles abstoßen. Kein doppelten. Okay. Aber wir müssen halt die Spieler haben. Wir müssen den Verein füllen für die Top-Partien für morgen. Damit wir alles wieder aus dem Verein lösen können. So soll das sein. Jetzt das 25K-Pack. Ja, aus dem 15K-Pack haben wir eine Wall. Jetzt sollte doch hier bitte auch eine Wall kommen. Ja, müsste auch eine werden. Das ist super. Das ist super. Spanien. Stürmer. Morata. Ja, 85, okay, der wurde auch abgegradet. Ja, ist schon wieder lange her mit den Upgrades, aber ich habe den seitdem noch nicht mehr gezogen, Morata. Ich habe den, glaube ich, mal als 84 gezogen, kann das sein? Super Set, Ramsey noch drin. Ja, alles super, Battle entdoppelt, verdoppelte. Und jetzt kommen wir noch zum Top Pack. Es kann natürlich alles werden, Ronaldo, Messi oder auch schlecht, aber ich hoffe natürlich, es wird gut und wir brennen die Bude ab, wenn es gut wird. Aber wir gucken mal rein, was es wird. Es wird auf jeden Fall Team of the Season und Wall. Und es wird Torwart. Oh! 93er Oblak. Okay. Kann ich mit leben. Können wir gerne mal in irgendeinem Team ausprobieren. Und sehr cooler Spieler. Ist ein guter Torwart, gehört zu den Top 6 Torhütern in FIFA. Und ja, es freut mich schon ein bisschen, aber natürlich habe ich ja noch einmal eine Chance auf Ronaldo und Messi, denn es gibt ja noch, glaube ich, Dienstag das zweite. Aber ich habe die Sets immer meistens mittwochs gezogen. Also gucken wir mal, wie es läuft, ob wir den mitnehmen können am Dienstag, den Ronaldo oder Messi. Dann ist das Feuerwerk vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir packen jetzt noch schnell diesen Oblak in den Verein und hoffe natürlich, dass ihr auch wieder am Dienstag einschaltet
zum in Top-Partien und damit verabschiede ich mich von euch. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.